Ich sah Leute, die um das Gebäude marschierten. Es kam zu Kämpfen, es fielen Schüsse und Menschen verloren ihr Leben. Letztendlich stürmt die Armee das Gebäude und tötet jeden Einzelnen darin. Dann flaute der Kampf ab. Aber was mich wirklich traf, bis ins Mark, war, als dieses Gebäude zerstört wurde oder alle darin getötet wurden. Ich sah etwas Dämonisches aus jenem Gebäude aufsteigen. Ich heiße Ken Lett in der Sendung. Willkommen. Wie geht's dir, Ken? Mir geht es wirklich prima, danke. Vielen Dank, dass du in der Sendung bist. Du hast eine sehr interessante, du hast eine spannende Geschichte. Ich bin hier, um sie unserem Publikum vorzustellen. Also, mit 8 Jahren hattest du eine Nahtoderfahrung, doch es wirkt, als hättest du bereits im Mutterleib interessante Erlebnisse gehabt. Kannst du etwas über diese Erfahrungen erzählen, bevor wir fortfahren? Deine Nahtoderfahrungen aus dem Mutterleib? Okay, dann beziehst du dich auf meine allerersten Erinnerungen. Zurückgehend, okay, wenn du es als Abfolge darstellen willst. Ich glaube, ich hatte vor diesem schon ein anderes Leben. Ich glaube, ich lebte in Nordfrankreich. Ich erinnere mich, zum Fluss gegangen zu sein, wo gearbeitet wurde. Und ich glaube, wir haben irgendeine Art Schilf oder so geerntet. Entlang des Flusses wurden Schilfe für Behausungen genutzt, um Dächer zu decken und Ähnliches. Ich war, glaube ich, jung. Mal sehen. Mir ist etwas passiert. Es scheint, ich bin krank geworden oder war in einen Kampf verwickelt. Nicht sicher, aber ich erinnere mich an aufgebrachte Leute. Ich erinnere mich. Ich lag auf schmutzigem Boden, hatte aber ein Heubett. Ich war krank und Frauen kamen und gingen aus unserer Hütte, ratlos und aufgeregt, weil sie nicht wussten, was mit mir zu tun war. Dann erinnere ich mich nur noch daran, wie ich langsam dahinschied. Mein Bewusstsein schwebte über mir, als würde es im Raum schweben. Und dann erhob ich mich, schwebte, durchstieß das Dach und dann war ich über der Hütte und konnte auf das Gras und die Dinge auf dem Dach hinabsehen. Und dann stieg ich einfach hinauf und erblickte ein strahlendes Licht und dann war alles vorüber. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, ich habe so etwas wie einen Schutzengel oder eine Art Wesen bei mir. Mit mir spricht. Ich fühle mich himmlisch. Und ich werde von einer Gruppe, und ich nenne sie mal Wesenheiten, denn ich weiß nicht, wie sonst, konfrontiert. Manche Leute haben mir gesagt, es klinge wie ein Rat der Ältesten. So haben es auch andere beschrieben, so in der Art. Oder sie erinnern sich an so eine Art von Dingen. Und das sind sozusagen Autoritätspersonen und sie stellen mir Fragen über meine Erfahrungen auf der Erde, was ich erinnere und gelernt habe. Was habe ich vor allem gelernt? Ich verfing mich darin, ihnen Liebe zu erklären. Und mein Schutzengel, er flüsterte mir ins Ohr und sagte, beantworte diese Frage, gib dein Bestes. Wenn du die Antwort nicht weißt, versuch es trotzdem. Ich erinnere mich nicht genau an meine Antwort, aber es zeigte sich, dass ich noch viel zu lernen hatte. Aber es war nicht wie eine Strafe. Es war einfach, sie schickten mich zurück zur Erde, in dieses Leben. Bevor ich zurückgeschickt wurde, nahm mich mein Schutzengel beiseite, weg vom Rat der Ältesten. Hat mich gleichsam aus dem Raum hinausgeführt und mir alles sehr detailliert erklärt. Und dann öffnete er quasi eine Himmelsöffnung oder einen Tunnel, sodass ich zur Erde hinunterblicken konnte. Und dieser Engel zeigte mir ein liebevolles, junges Paar in einem Wohnzimmer auf der Erde, sehr verliebt. Und dann, ich konnte ihre Liebe wirklich spüren, tief in mir. Und der Engel sagte mir, dass wir dich hinabsenden können und du wirst ihr nächstes Kind sein. Und du kannst durch sie Liebe erfahren. Also ich fand, das klang ganz gut. Ich meine,
Sie haben viel gelacht und eine tolle Zeit gehabt. Ich habe es wirklich genossen, bei Ihnen zu sein. Ja, ich gehe mit Ihnen, kein Problem. Ich war bereit. Und danach, nächste Erinnerung ist meine Geburt. Manche belächeln wirklich die Idee, dass jemand sich an seine eigene Geburt erinnern kann. Aber erinnere dich, während ich rede, merkst du, dass ich mit 8 eine Nahtoderfahrung erlebte. Mir wurde mein ganzes Leben gezeigt, 8 Jahre davon verbrachte ich im Himmel und ich sah auch meine Geburt. Also, ich denke, daher rührt die Erinnerung. Der nächste Schritt ist, dass ich auf der Erde geboren werde, in dieses aktuelle Leben. Ich arbeite mit der natürlichen Bewegung der Gebärmutter meiner Mutter und Muskeln, die mich hinausdrücken, zusammen und unterstütze sie. Ich bin mir bewusst, dass etwas Wichtiges geschieht, also leistete ich keinen Widerstand. Und plötzlich hörte das Drängen auf. Ich fand mich in einem äußerst engen Raum gefangen. Nicht so, als wäre ich frei im Mutterleib. Ich wurde gedrückt. Der Druck ließ nicht nach. Die Bewegung kam zum Stillstand. Dann wurde meiner Mutter Herzschlag langsamer und ich ahnte, dass etwas nicht stimmte. Schon als Säugling, kurz vor der Geburt, war mir bewusst, dass etwas ernsthaft nicht in Ordnung war. Um mich zu retten, versuchte ich zurückzuweichen. Und dann verließ ich meinen Säuglingskörper. Und ich war außerhalb meines Körpers, schwebte herum. Und ich nahm die Form einer strahlenden Lichtkugel an. Von einer anderen Lichtkugel begrüßt, erkannte ich, dass es ein Mädchen war. Ich wusste nicht, wer es war, nur dass es ein Mädchen war. Und dieses Mädchen sagte, komm schon, komm mit mir. Sie war älter und sie nahm mich mit. Und dann begannen wir gemeinsam zu fliegen. Es hat Spaß gemacht, aber letztendlich, mir wurde gesagt, und dann kam eine dritte Gestalt. Ein weiterer Orb kam zu uns, kam zu mir und sagte, du musst geboren werden, du musst zurück in deinen Körper. Und sie schickten mich zurück in meinen Körper, in den meiner Mutter. Was ich später im Leben herausfand, war, dass meine Mutter während meiner Geburt eine Überdosis Lachgas erhielt. Unser Arzt war echt alt. Ich bin 1955 geboren. Und das Kreiskrankenhaus war tatsächlich ein Haus. Und ich wusste das alles, weil meine Mutter hat mir nie wirklich davon erzählt, bis ich deutlich älter wurde. Und eines Nachts, als wir in ihrer Heimatstadt spazieren gingen, hielten wir vor einem alten Haus an. Und sie sagt, du weißt das nicht, aber du bist in dem Zimmer dort oben geboren, wo das Fenster ist. Du kamst dort zur Welt. Dann erklärte sie mir, dass es das Kreiskrankenhaus war. Dann erzählte sie, der Arzt war sehr alt und machte einen Fehler. Er liebte die Jagd und er wusste, dass mein Vater Jäger war. Und mein Vater wartete gerade im Nebenzimmer. Er wollte eine Pause machen und mit meinem Vater reden, eine Zigarette rauchen. Er platzierte die Gasmaske neben das Gesicht meiner Mutter auf dem Tisch und aktivierte sie. Er setzte ihr die Maske nicht auf, sondern legte sie neben sie und sagte, ich gehe raus, um mit deinem Mann eine Zigarette zu rauchen. Bei starken Schmerzen wend dich zum Gas, atme es ein und dann weg davon. Dann wird alles gut. Also macht er eine lange Pause mit Papa, wenn er zurückkehrt. Die Maske liegt auf dem Gesicht meiner Mutter und sie ist weggetreten und sie bekommt diese starke, kontinuierliche Dosis. Ich glaube, es ist Lachgas. Sie hätte fast ihr Leben verloren, musste reanimiert werden. Daher erinnere ich mich als Säugling, dass ihr Herzschlag fast stoppte. Hast du auf diese Weise deine Reise begonnen? Ja. Mit diesem Leben. So hat es angefangen. Ich fand es erst viel später heraus, beim Sprechen mit meiner Mutter auf ihrem Sterbebett. Das war damals, 2012. Wie sich herausstellte, trug sie eine enorme Schuldlast mit sich, wegen all dem. Hat nie wirklich zugegeben, aber später vertraute sie mir an, dass sie immer das Gefühl hatte, ich würde mich ein bisschen albern oder ein wenig zurückgeblieben verhalten.
und sie dachte, es läge an ihr und den lachenden Gästen. Stell dir vor, als erwachsener Mann zu erleben, wie deine Mutter stirbt und dann zu erfahren, sie fand dich immer etwas seltsam. Das ist etwas verstörend. Danke, liebe Mama. Tschüss, Mama. Danke, das weiß ich zu schätzen. Aber dann fügten sich alle Puzzleteile zusammen, denn das erklärte all die Male, als sie mich beschützte und mir sagte, ich solle still sein oder mich von Menschengruppen fernhielt. Ich verstand zwar nicht wirklich, warum sie das tat, aber ich fügte mich, weil ich ihr Kind war. Nun, sie schämte sich. Sie hatte Angst, dass ich etwas sagen oder tun würde, was peinlich wäre. Das ergibt Sinn. Und so hat sie mich immerfort beschützt. Und dann? Es prägte meine Persönlichkeit, denn sobald ich die Gelegenheit hatte, auszubrechen, einfach ich selbst zu sein und etwas zu tun, selbst wenn es seltsam war, tat ich es einfach, weil ich es satt hatte, ständig unterdrückt zu werden. Sie trug eine gewaltige Last der Schuld und ich glaube, mein Vater ebenso. Was ist passiert, als du 8 Jahre alt warst und deine Nahtoderfahrung hattest? Ich kam eines Tages wirklich krank von der Schule nach Hause. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte Hunger. Wir setzten uns zum Essen, doch mein Magen rebellierte zu seltsam. Es ähnelte stark der Grippe und ich erinnere mich an sehr viel Erbrechen. Wirklich viel. Ich konnte nicht einmal Wasser bei mir behalten. Nichts blieb drin, tagelang. Ich erinnere mich, das Erbrechen wurde so heftig, dass ich, als mein Magen leer war, nur noch Galle erbrach. Es war nichts anderes mehr da. Und Galle brennt fürchterlich. Und dann konnte ich kein Wasser trinken, um das Brennen loszuwerden, denn wenn ich es tat, musste ich nur noch mehr erbrechen. Es war schrecklich. Also riefen meine Eltern einen örtlichen Arzt an. Mama gab ihm immer die Schuld, dass ich krank wurde, ohne zu sehen, dass es eine Blinddarmentzündung war. Aber ich kenne auch meine Mutter. Sie hatte so eine Art, wenn sie jemanden anrief, wie einen Arzt oder einen Priester oder so jemanden. Sie hat vielleicht ein Problem, aber sie tut so, als ob es nicht so schlimm wäre. Sie wollte niemandem zur Last fallen. Also, mein Sohn ist krank, wir vermuten Grippe. Der Arzt sah es auch so, natürlich. Ja. Sie hielten mich also zu Hause. Ich war mindestens eine Woche zu Hause, wenn nicht sogar länger. Ich bin weiterhin krank und besitze kein wirklich gutes Zeitgefühl. Dann fand Mama einen Job, Papa. In der Woche wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Papa musste weg wegen der Arbeit, also war er für einige Tage nicht anwesend. Dann rief der Chef meiner Mutter an, bat sie eindringlich, zur Arbeit zurückzukehren. Sie passte auf mich auf, aber ihr Chef war verzweifelt und wollte sie unbedingt überreden, wenigstens halbtags zu kommen. Also ließ sie mich für einen Vormittag oder vielleicht einen Nachmittag allein. Ich kann mich nicht erinnern. Das Erbrechen war vorbei. Also sagte ich einfach, gut, mach nur. Ich hatte keine Angst. Ich erwachte aus tiefem Schlaf, unglaublich durstig und kaum in der Lage, es zu ertragen, als hätte die Dehydration eingesetzt, während ich schlief. Also ging ich irgendwie zur Küchenspüle, sie war nicht weit, und trank einen Schluck Wasser. Und ich habe es nicht ganz hinunterbekommen, bin in Ohnmacht gefallen und zu Boden gestürzt. Und der ganze Raum wurde einfach weiß. Ich erinnere mich, auf dem Boden liegend, gerade nach oben schauend, und dann alle Farben in meinem Blickfeld verblichen langsam zu weiß. Und dann überkam mich dieses verschwommene, neblige Gefühl. Aber ich war bei Bewusstsein und lag einfach nur da, sah zu, wie es geschah. Dann kehrte die Farbe allmählich zurück. Und ich dachte, ich kann nicht einfach auf dem Boden liegen bleiben. Ich muss aufstehen. Doch ich musste auf Händen und Knien zum Sofa kriechen, wo ich geschlafen hatte. Als ich zum Sofa kam, fühlte es sich falsch an. Etwas war, wie soll ich sagen, fehl am Platz. Ich wälzte mich hin und her, streckte mich. Etwas in meinem Bauch machte so ein Pling und ich spürte es.
Aber weißt du, als das passierte, fühlte ich mich gleich besser. Ich war bereit aufzustehen, loszulegen und fühlte mich gut. Mama kam heim und ich erzählte ihr den ganzen Vorfall, in Ohnmacht fallen und so weiter. Sie sorgte sich mehr als je zuvor, sah wohl schlecht aus, kreidebleich, wirklich. Und ich weiß nicht warum, aber sie zögerte irgendwie. Sie ließ mich zu Hause und ich schlief noch eine Nacht im Haus. Und dann am nächsten Morgen, sie warf einen Blick auf mich und sagte, das war's. Wir bringen dich zum Arzt. Ich glaube, sie hatte keinen Termin. Sie setzte mich ins Auto und fuhr los. Ich nehme an, sie sagte mir, ich sei so blass, dass ich aussähe wie weiße Farbe oder fast durchsichtig. Sie konnte durch mich hindurchsehen. So schlimm war es. Brachte mich sofort zum Arzt. Er wusste gleich, dass es ernst war. Und ich erinnere mich an viel Schnelles, Reden, hin und her zwischen meiner Mutter und dem Arzt. Und der Arzt bestand darauf, dass ich sofort ins Krankenhaus gehe. Mama wollte warten, um es Papa zu sagen. Sie verließ sich auf ihn, besonders bei Entscheidungen. Etwas wie eine Operation. Sie wollte, dass er dabei ist. Er war außerhalb der Stadt, ohne Handys. Es war 1963. Also brachten sie mich ins Krankenhaus. Sehr nette Krankenschwestern brachten mich in ein Zimmer. Ich erinnere mich, wie sie anfingen, meinen Bauch mit Rasierschaum und einem Herrenrasierer zu rasieren. Das fand ich seltsam, denn mit 8 Jahren hatte ich noch keine Brusthaare. Aber sie erklärten mir, dass es ein bisschen Flaum auf der Haut gibt, der entfernt werden muss. Und da wurde mir klar, jemand sagte dann etwas darüber, dass dies die Vorbereitung für eine Operation sei. Sie werden dich aufschneiden. Da wurde mir bewusst, hier steht etwas wirklich Ernstes bevor. Und ich begann, Angst zu bekommen. Meine Mutter ging immer wieder hin und her, im Krankenhaus zum Empfang, dann zurück ins Zimmer, um nach mir zu sehen, wieder zum Empfang, um zu versuchen, meinen Vater anzurufen. Irgendwie. Letztendlich war es so. Mein Vater war mit seinem Chef unterwegs. Sie wusste, in welche Stadt sie fahren sollten. Und ich glaube, sie kannte auch das Motel, in dem sie einchecken wollten. Sie wollte ihn früher erreichen und arbeitete mit einer Telefonistin zusammen. Diese fragte, wissen Sie, wo Sie für Kaffee anhalten könnten? Dort könnten Sie eine Nachricht hinterlassen. Und genau das tat sie dann auch. Und auf diese Weise erreichte sie schließlich meinen Vater. Also war eine Nachricht da, im Café sitzend. Papa kam so schnell wie möglich heim. Haben Sie dich schon aufgeschnitten? War die Operation im Gange oder warteten Sie auf deinen Vater? Nein, sie warteten nicht auf ihn. Es ging nicht. Genau, du warst bei der Operation. War das der Moment des Nahtoderlebnisses, als du operiert wurdest? Also was genau ist passiert, als du zu wechseln begannst? Nun, das Erste war, als sie mich auf dem Operationstisch festgeschnallt haben. Das hat mir Angst gemacht, weil ich so fest verschnürt war. Im kleinen Krankenhaus 1963 gab es keine Betäubungsspritzen, daher nutzten sie bei mir Äther. Äther ist eine üble Methode für Narkose. Es machte mich extrem schwindelig, als wäre mein Körper starr. Mein Kopf schien sich zu lösen und kreiste um meinen Körper wie ein Planet. Ich erinnere mich nur an das Drehen. Und danach, ich befand mich in absoluter Dunkelheit und weiß nicht wie lange, aber mir wurde klar, dass ich noch denken konnte und immer noch ich selbst war. Ich war nicht in meinem Körper. Ich wusste nicht, wo ich war. Es war, als hätte mich jemand in einen dunklen Schrank gesperrt. Und es war still. Es ist bequem. Ich spürte keinen Schmerz. Aber ich wurde neugierig und blickte weiter um mich herum, fragend, was ist das hier für ein Ort? Warum höre ich nichts und sehe nichts? Und je mehr ich damit rang, desto mehr kehrte alles zurück. Und schließlich begann ich dann doch etwas zu hören. Und dann begann ich wirklich Dinge zu sehen. Eines der ersten Dinge, die ich sah, waren Geister, die aufstiegen. Irgendwie verstand ich, sie kamen von der Erde.
Es waren Menschen, die auf Erden dahinschieden. Ich sah 4 oder 5 verschiedene Personen zu verschiedenen Zeiten aufsteigen und an mir vorbeiziehen. Sie verließen ihre Körper und wirkten auf mich wie Großeltern mit grauem Haar. Sie sahen alt aus. Sie waren glücklich und lächelten, da sie ihre Körper verlassen hatten. Wahrscheinlich war das Sterben für sie nicht angenehm. Und dann stiegen sie einfach weiter auf, lächelten und waren glücklich. Und zack. Und dann zogen sie weiter. Und ich erinnere mich, dass ich mich fragte, wohin sie wohl gingen. Also meine Augen funktionierten, um das zu sehen. Aber letztendlich wurde mir bewusst, dass ich nicht allein war. Und ich begann, Augenpaare in der Ferne zu erkennen, als wären sie hinter einer Barriere. Es war schwärzer als schwarz, dunkler als dort, wo ich war. Ich nahm wahr, sie waren tiefer in der Dunkelheit als ich. Ich erkannte plötzlich, dass sie meine Gedanken verstehen konnten. Wenn man in Geisterform ist, sind die Gedanken nicht privat. Oder du kannst fühlen, was sie denken, und sie deine Gedanken. Stell dir vor, ein kleines Kind zu sein, voller Angst. Wie auch immer, bevor ich versank, wusste ich nicht, wo ich war. Ich ließ die Angst zu. Und für mich wirkten diese Augenpaare wie Augen, die sich in einem dunklen Wald wie Tear River bergen. Dann näherten sie sich immer weiter und weiter an. Und dann überkam mich wirklich die Angst. Als sie meine Angst bemerkten, griffen sie an. Und sie konnten fliegen und ich nicht. Ich konnte nicht fliegen, weil ich hatte ein Kabel. Aus meinem spirituellen Bauch kam ein Kabel, ein Strang zu meinem Körper auf dem Operationstisch. Ich folgte ihm, spürte nach und blickte hinunter. Ich sah meinen Körper dort liegen, verbunden durch die silberne Schnur, die mich festhielt. Das verhinderte, dass ich aufstieg. Wie jene Geister, die auf der Erde im Sterben lagen, hielt es mich fest in dieser Dunkelheit. So wie diese Geister, die mir folgten, sie waren zornig, bitter, hasserfüllt. Sie hassten mich und das, sie wollten mich umbringen. Sie kamen auf mich zu und griffen an. Sie wussten, ich war gefangen und konnte nicht fliehen. Sie genossen es. Je ängstlicher ich wurde, desto fröhlicher wurden sie, denn sie lachten immer weiter. Sie würden mich schlagen wie bei einem Bodycheck, während ich nur an diesem Seil hing. Ich drehte mich im Kreis, was nicht hilfreich war. Sie haben mich ganz schön rangenommen. Also ich war direkt am Eingang zur Hölle, genau dort. Diese Geister klangen tatsächlich genau wie echte Kinder. Alles, was ich sagen kann, sie kicherten und glucksten wie fröhliche Kinder. Sie griffen mich weiter an, schlugen auf mich ein und hatten ihren Spaß dabei. Und schließlich erreichte ich den Punkt, an dem ich es satt hatte. Ich bat sie, mich in Ruhe zu lassen, doch das verschlimmerte alles. Sie wurden noch aggressiver. Und dann, aus dem tiefsten Inneren meiner Seele, flehte ich inständig, bitte Gott, lass es aufhören. Dann gerieten sie in große Wut. Sie befahlen mir, still zu sein, aber ich weigerte mich und schrie weiter um Hilfe. Dann hörte ich eine andere Stimme. Zuerst war sie in der Ferne zu sehen. Und sie kam immer näher und rief nach mir. Und irgendwie, ich wusste einfach, dass ich dieser anderen Stimme vertrauen konnte. Sie klang besorgt und einfühlsam. Ich hörte, wie du riefst. Wo bist du? Ich werde dich finden. Aber ruf nochmal, sowas in der Art. Und ich rief immer wieder, ich bin hier unten, ich bin hier unten. Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Nun, als es endlich zu mir hochkam, diese bösen Kinder, diese bösen Geister, die mich angegriffen haben, die sind abgehauen. Sie hatten Angst. Das hat alles verändert. Was mir klar wurde, später im Leben, als ich Zeit hatte, all das zu analysieren, erschien mir ein Engel. Und dieser Engel leuchtete so, dass ich wieder sehen konnte. Und die Dinge, die mich angriffen, ertrugen das Licht nicht. Es war, als verbrenne es sie.
Als sich der Engel näherte, ergriffen die Geister einfach die Flucht und mussten sich in die Tiefen verkriechen. Also dieser Engel, er verstand. Ich hatte große Angst. Er kam, um mich zu retten. Er besaß keine Flügel, dennoch konnte er schweben. Also ich denke, in Kirchen und so, wenn ich Bilder von Engeln mit Flügeln sehe, ich glaube, dass wer auch immer das zeichnete, wollte nur zeigen, dass sie schwebten. Doch damals konnte kein Mensch fliegen. Sie konnten nicht schweben, also brauchten sie Flügel. Natürlich. Da sind sie, da sind. Diese Heiligenscheingeschichte. Einen Heiligenschein sieht man nicht, doch manche Menschen scheinen im Licht zu erstrahlen. Ja, er hat gestrahlt. Sehr netter Mann. Angenehm im Aussehen. Er trug eine lange, fließende weiße Robe, die an der Taille mit einem Gürtel geschnürt war. Und er hatte ein Schwert daran befestigt, ein langes Schwert. Und er hatte auch einen Riemen über der Schulter. Und daran hing ein Horn, ein langes. Wenn du Michael oder Gabriel sprichst, der heilige Michael. Also, wir sprachen und er fragte mich, du hast nach Gott gerufen? Ich denke, ich fragte, warum bist du hier? Er sagte, du hast nach Gott gerufen, nicht? Und ich, ja, aber mit 8 war mein Bild von ihm nicht klar. Also, du denkst immer noch wie ein 8-Jähriger jetzt? Du bist noch nicht bei dir. Du hast immer noch das Bewusstsein eines Kindes von 8 Jahren. Ja, und dieses Bewusstsein blieb während meiner Nahtoderfahrung. Ich habe es als 8-Jähriger erlebt. Also, wenn ich an all das denke, was ich erlebte, ich teile mit euch die Erinnerung eines 8-jährigen Kindes. Verstanden. Aber ich erinnere mich tatsächlich an ziemlich viele Details. Also ich spreche mit diesem Engel und er erwähnt Gott. Und ich sagte, ja, ich habe zu Gott gerufen. Er fragte mich, ob ich verstehe, wer Gott ist. Im Gespräch erwähnte ich, dass ich mit meiner Familie zum Sonntagsschulunterricht in die Kirche ging. Und dann konnte er in mein Leben schauen und meine Vergangenheit enthüllen. Alle meine vergangenen Erfahrungen. Und so zog er das hervor und suchte nach Beweisen, dass ich in die Kirche gegangen war. Und er fand sie. Und er fand einen Vorfall, bei dem ich mit einer Gruppe anderer Kinder vorne in der Kirche gesungen habe. Ich war wirklich klein. Und wir sangen, Jesus liebt mich. Es war ein amüsanter Moment, da ich alles durcheinander brachte und nicht korrekt sang. Ich stand neben einem Kind, mit dem ich zur Grundschule ging. Er konnte es einfach nicht ertragen, dass ich es nicht richtig sang. Und er unterbrach mich vor der ganzen Gemeinde und sagte mir die richtigen Worte. Nein, das hast du gesungen. Er korrigierte mich. Und die Gemeinde brach in Gelächter aus. Besonders die Älteren fanden es sehr lustig. Aber dem Engel gefiel es auch auf eine gewisse Weise. Er fand es gut und dachte, es sei recht gut. Aber letztendlich wurden wir wieder ernst. Und er sagte mir, dass er mich verlassen müsse. Und dann bekam ich wieder Angst. Und er sagte, also, ich kann dich nicht einfach so verlassen. Ich muss dich beschützen. Also zog er sein Schwert. Und er durchschnitt meine Schnur. Und er setzte mich in eine Plastikblase. Und sie fühlte sich fast wie Plastik an. Sie quietschte sogar ein wenig, aber sie war groß. Ich konnte darin herumrollen. Sie war sehr bequem. Und er sagte mir, das bringt dich hinauf, wo all die anderen hingegangen sind. Bevor er mich nach oben schickte, sprach er zu den anderen über mir. Er blickte nach oben. Und dort war ein gelbliches Glühen zu sehen. Er sprach nach oben und benutzte eine Sprache, die ich nicht verstand, die ich noch nie zuvor gehört hatte, und gab ihm dann eine Antwort. Und dann sprach er ein wenig mit mir und ich fragte ihn, was sagen sie? Oder was machst du? Er sagte mir, dass die da oben, wer sie auch sind,
Sie suchen im Himmel nach deiner Familie, um herauszufinden, wer du bist und wo du hingehörst. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich Familie im Himmel hatte. Mein Vater und meine Mutter sprachen nie darüber, jemanden zu verlieren, zu einer Beerdigung gehen zu müssen und so weiter. Also, ich wusste vom Himmel. Ich hatte darüber gelesen, davon gehört. Aber jedenfalls, dieser Engel sagt also, auf Wiedersehen, du bist sicher. Mach dir keine Sorgen. Die Blase wird dich schützen. Er hat mich hinaufgeschickt. Ich schwebte über der Erde und ich konnte hinuntersehen. Ich kann sehen. Ich wusste, dass es die Erde war. Und ich konnte so etwas wie Lichter an dunklen Orten erkennen, wie Straßenlaternen, große Städte. Ich stieg weiter auf und dann sah ich allerlei Sterne und Galaxien. Und ich wusste, dass es Galaxien waren, weil wir das in der Schule gelernt haben. Und mir wurde schließlich klar, dass ich dort oben in meiner Blase nicht allein war. Ich nahm mehrere Kanäle wahr, die zur Erde hinabführten. Sie waren wie Röhren und in diesen Röhren befanden sich Menschen und sie alle reisten nach oben, so wie ich, aufwärts. Und dort, wo die Röhre endete, mündete sie in einen Tunnel, der wie ein Strudel aussah. Und darin waren eingebettete helle Lichter, die sich mitdrehten. Es stellt sich heraus, diese hellen Lichter, das waren keine Sterne in diesem Tunnel. Das waren Menschen, so wie ich. Wir alle haben ein wenig geleuchtet. Also nähern wir uns dem Tunnel und dieser wirkte irgendwie wie ein Sortiermechanismus. Ich weiß nicht, wie sonst beschreiben. Spirituelle, die zur Kirche gehen, missbilligen irgendwie meine mechanische Dingebeschreibung, aber es tut mir leid, Leute, so ist es nun mal. Der Tunnel wirkte also wie eine Sortiervorrichtung. Und dann wurden die Menschen, die in diesen Röhren um mich herum waren, getrennt und in andere Teile des Tunnels verschoben und sah sie nie wieder. Und dann, als ich vollständig im Tunnel drinnen war, fand ich mich ganz alleine vor. Und es ging so ein bisschen auf und ab, etwas mehr geschwungen. Also war ich unterwegs und es fühlte sich an, als würde ich eine Strecke zurücklegen. Da waren leuchtende Farben, Smaragdgrün, Königsblau, Rubinrot, die wunderschön aufblitzten und an mir vorbeizogen. Und dann am Ende des Tunnels wurde ich wieder in den offenen Raum hinausgeschleudert. Es herrschte tiefe Stille. Es war sehr dunkel, keine Menschenseele zu sehen. Nur ich war da, schwebend in dieser Blase, aufsteigend. Die Blase stieg weiter auf, erreichte dann eine Barriere wie eine fluffige Wolke und dann hielt sie an. Und ich saß dort für eine sehr kurze Zeit. Zwei Arme griffen durch die Wolke hindurch, packten mich an den Schultern, hoben mich hoch, stellten mich ab und dann stand ich vor einem Mann, den ich noch nie zuvor getroffen hatte. Nun, Jahre später, als ich diese Geschichte meiner Familie erzählte, mein Vater meinte, er dachte, der Mann sei sein Cousin. Und sein Name war Eddie, der im Koreakrieg gefallen ist. Ich bin 1955 geboren. Er starb wohl um 51 oder 52, vielleicht 53. Wann endete der Koreakrieg? Er ist also im Koreakrieg gefallen. Und das war alles im November? Ja, es muss Anfang November 63 gewesen sein. Er muss mindestens 10 Jahre tot gewesen sein. Also wie auch, er sagt Hallo zu mir und fängt an zu fragen, wer ich bin. Und wissen Sie, wo Sie sind? Und so weiter. Und ich hatte keine Ahnung. Ich war einfach dumm. Ich wusste einfach nicht, wo ich war. Ich glaube, er erwartete, dass ich wusste, wie ich mit seiner Familie verbunden war. Denn er gehörte zur Familie meines Vaters, was ich nicht wusste. Er führte mich also zu weiteren Leuten und erklärte mir das. Er sagte, das seien meine Eltern, doch ich denke, es waren seine Großeltern. Denn ich weiß jetzt, dass seine Mutter und sein Vater zu dieser Zeit noch lebten. Ja, es müssen seine Großeltern gewesen sein.
Also habe ich meine Urgroßeltern väterlicherseits kennengelernt. Okay, beide Seiten. Die beiden Frauen, vor allem die Großmütter, schenkten mir viel Aufmerksamkeit. Sie sprachen mit mir und sie konnten nicht ermitteln, wer ich war, fast als wäre ich unangekündigt. Es ist seltsam, denn bei anderen Nahtoderfahrungen, die ich kenne, scheinen Verwandte zu kommen und die Betroffenen wissen es vorher. Aber so wie es bei mir war, meine Verwandten wussten wirklich nicht, wer ich war. Ich war unerwartet. Also, wir reden hin und her und versuchen herauszufinden, wer ich bin. Und schließlich kam es darauf an, wie heißt du? Ich sagte, mein Name ist Ken. Sie fragen, wie ist dein Nachname? Ich sagte, Led. Und dann waren sie so, oh, diesen Namen sollten sie sicher kennen. Und dann fragten sie, wie heißt dein Vater? Ich sagte, Lyle. Und dann sagten sie, also, er ist tatsächlich unser Enkel. Wir kennen deinen Vater. Es dauerte, bis mir bewusst wurde, dass meine Oma und mein Opa hier auf Erden lebten. Sie müssen mal so jung gewesen sein wie ich. Ich hatte keine Ahnung. Genau, denn du bist 8. Ich war 8 und mein Vater sprach nie über seine Großeltern. Sie waren lange tot, bevor ich zur Welt kam. Verstanden. Und er hat einfach nie über sie gesprochen. Also, ich wusste nicht mal, dass ich eine weitläufige Familie hatte. Also, wenn sie erkennen, wer du bist, wohin bringen sie dich? Nun, wir haben viel geredet und ich traf einige andere Verwandte. Es war wie eine Party, ein großes Fest. Alle waren ausgelassen fröhlich. Nun, letztendlich. Eine meiner Urgroßmütter kam zu mir und sagte, jemand kommt, dich zu begrüßen. Das ist wirklich jemand Besonderes. Und sie versuchte, mich vorzubereiten. Sei brav, sei nett. Hab keine Angst, alles ist in Ordnung. So etwas, wie es eine Großmutter tun würde. Ich konnte in der Ferne eine Gestalt ausmachen, die auf mich zuging. Es war eine Frau, die sich allmählich näherte. Aber sie ging nicht. Sie schwebte. Sie schwebte einfach so dahin und kam immer näher heran. Und dann, als sie direkt vor mir steht, ist sie eine sehr nette Dame. Und sie sah älter aus wie meine Großmutter. Das Erste, was mir auffiel, war ihre Kleidung. Sie glich einer Tunika. Und es war aus etwas wie Sacklein, wie sein Sack, in dem man Kartoffeln transportiert. Es wirkte wie ein echter Sackleinenbeutel, wirklich rau und sah kratzig aus. Und sie begrüßte mich und wir plauderten ein wenig. Und dann wurde ich mutig, nehme ich an. Ich erwähnte, dass ihre Haare seltsam aussahen. Sie hatte Haarbüschel abstehen, als hätte jemand ihr wirklich schreckliche Kopfschmerzen bereitet. Ich meine, einen Haarschnitt standen einfach in Büscheln ab. Ich habe etwas dazu gesagt. Ich glaube, meine Urgroßmutter war ein bisschen verlegen. Und dann fingen sie an, richtig schnell zu reden. Und dann, mir wurde erklärt, diese Frau, von der ich keine Ahnung hatte, wer sie war, sie sagte mir, dass sie, als sie auf der Erde lebte, keine Schere hatte. Sie schnitt sich die Haare mit einem Messer. Verstanden. Deshalb sah es so zerzaust aus. Sie hatte wahrscheinlich auch immer eine Kapuze oder so auf. Wohin brachte sie dich denn? Sie erzählte von der langen Geschichte meiner Familie und wollte, dass ich sie sehe. Also ging ich mit ihr. Und sie hatte so viel Liebe in sich. Sie behandelte mich, wie eine Mutter ihr Kind behandeln würde. Also, ich nenne sie einfach Mutter, weil sie mir nie gesagt hat, wer sie war. Immer wenn ich von ihr spreche, spreche ich von ihr als Mutter im Himmel. Also entführt sie mich von meiner Familie im Himmel. Und wir begeben uns auf diesen Weg und diese Reise. Irgendwann verwandelte sie sich. Es war, als ob sie sich in ein Licht verwandelte. Doch sie hält mich, wie eine Mutter ihr Baby halten würde. Und ich verwandelte mich. Ich war irgendwann wie ein Säugling. Und sie hielt mich einfach und liebte mich. Und dann, ein andermal, sie hielt meine Hand und ich ging wie ein Kleinkind. Sie ist tolle Mutter. Sie sagte also erneut, deine Familie hat eine lange Geschichte.
Und die möchte ich dir zeigen. Sie ging zu diesem Ort und schwang einfach ihren Arm. Und da ist noch ein Tunnel, noch eine Öffnung. Aber dieser hier sieht aus wie eine Höhle. Und dieser hier dreht sich nicht, rotiert nicht, sondern sieht eher aus wie aus Stein. Und ich sah, dass Menschen im Tunnel waren. Aber der Tunnel verlief zurück in Schichten oder Stufen. Was letztendlich zählte, war jede Ebene. Dass es zurückging in dieser Höhle, stand für eine Generation meiner Familie. Und ich konnte sehen, von wo wir standen, konnte ich mindestens Generationen, Ebenen zurückblicken. Wahrscheinlich noch weiter. Ich glaube, ich habe meine Urgroßeltern väterlicherseits gesehen. Ich glaube, ich habe sie gesehen. Meine Familie sieht nie und kommt aus Dänemark. Und sie kamen nie nach Amerika. Meine Familie verlor jeglichen Kontakt zu ihnen. Und mein Großvater, er kannte sie nie, hat sie nie getroffen. Aber ich habe dieses ältere Paar gesehen und ich glaube, sie waren meine Urgroßeltern. Und die Frau saß auf einem Stuhl und sie winkte, lächelte, versuchte, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Aber als ich zum hintersten Ende der Höhle blickte, sah ich, hinter all diesen Generationen sah ich einen Mann allein stehen, neben einem strahlenden Licht. Er war sehr groß und zugleich stark gebeugt. Er hielt einen Spazierstock in der Hand, keinen Gehstock, und dieser ragte über seinen Kopf hinaus. Und ich glaube, er trug eine Art von Hose, die jedoch sehr weit geschnitten aussah. Und er stand nur da, nahm die Wärme in sich auf, die von dem strahlenden Licht ausging, das vor ihm war. Und er hat es wirklich sehr genossen. Und dann zog meine Mutter erneut meine Aufmerksamkeit auf sich und fragte, siehst du das Licht am Ende des Tunnels? Sie sagte weiter, es kommt, um dich zu begrüßen, dir Hallo zu sagen. Also sah ich schließlich das Licht, das durch den Tunnel kam, näher und näher und näher. Und dann war es direkt vor mir. Und fast augenblicklich verwandelte es sich in einen Mann. Er wirkte auf mich Ende 20, Anfang 30. Ich glaube, ich erinnere mich an einen Bart, ja, genau, dunkle Haare, aber nicht besonders lang. Netter Kerl, aber seine Gesichtszüge, ich kann sie nicht wirklich beschreiben. Also fragte ich Mutter, wer ist das? Sie sagte nur, nun ja, auf Erden dir gesagt wurde, sein Name sei Jesus. Also sagte sie, das ist mein Sohn, das ist Jesus. Also muss ich da gestanden haben mit. Er war es, aber er war wirklich nett, ein netter Kerl, toll mit Kindern. Er konnte genau auf meiner Wellenlänge sprechen. Er war gut. Ich meine, er war ein interessanter Kerl, ich mochte ihn. Aber ich sah, wie er respektvoll mit Mutter sprach, wie ein Sohn mit seiner Mutter. Sie diskutierten einmal, was mit mir geschehen sollte. Ich denke, hätte Mutter gesagt, jetzt, lass uns das nicht tun. Lass uns was anderes machen, hätte er okay gesagt. Er hätte das in Ordnung gefunden. Er war wirklich entgegenkommend. Ich bin durch meine Kirche religiös geprägt worden und habe auch andere Leute über Jesus und alles reden hören. Ich wünschte, Menschen auf Erden hörten auf, dieses Geschäft zu betreiben. Jesus ist der ultimative, allmächtige Gott. Wenn du ihm begegnest, solltest du dich sofort niederwerfen und um Gnade flehen, denn wir sind nicht mehr als wertlose Sünder. Nein, so war es überhaupt nicht. Ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, hätte er gelacht. Er hätte gesagt, steh auf, weil er mich liebte und er mir seine Liebe schenkte und weil ich wie ein Mitglied der Familie behandelt wurde. Welche wir sind, wir alle, jeder für sich. Es ist mir egal, welcher Religion oder Nationalität du angehörst. Du könntest sein mit allen möglichen Fehlern geboren.
Das spielt keine Rolle. Du könntest der schönste Mensch auf dem Planeten sein. Spielt keine Rolle. Wir sind alle gleich in den Augen Gottes. Was machen diese beiden mit dir? Mutter sagte, Jesus müsse etwas Zeit allein mit mir verbringen. Er tat es, nahm mich kurz von ihr weg, aber es war, als ob er spielte mit mir. Er sagte, ich soll dir was zeigen, tat, als ob es ein Spiel sei. Dann meinte er, pass auf, und hat es einfach aufgezogen. Er wurde wieder zu blendendem Licht und ich stand da und dachte, oh wow, das ist cool. Aber was so cool daran war, seine Liebe und das Licht strahlte durch mich hindurch. Wenn du in der Geisterform bist und im Himmel, brauchst du keine Nahrung. Du brauchst keinen Sauerstoff. Du benötigst Liebe, weil sie deine Seele nährt. Und das Licht, das Gott Jesus gab, strahlt aus wie Nahrung. Und es durchdringt dich. Es reinigt dich. Es nährt dich. Und es stärkt dich. Das ist deine Speise im Himmel. Und es ist wunderbar. Er dehnte sich aus und ich tat es ebenfalls. Es war, als ob wir beide den Raum ausfüllten. Es war sehr großartig. Und letztendlich, er sagte nicht, dass er es tun würde, aber er führte mich zu Gott. Der große Mann. Der große G, wie man sagt. Ja, zum großen G. Und ich habe ihn nie gesehen. Auch er war ein helles Licht. Ich traute mich nicht, ihn direkt anzusehen. Denn sein Licht leuchtete sehr intensiv. Aber ich spürte diese Liebe, die von ihm ausging, und hörte seine Stimme. Er kommunizierte absichtlich mit mir. Gott tat es. Und seine Stimme übrigens, jetzt nenne ich ihn einen Mann. Gott war ein Mann, einfach weil er eine tiefe, grollende Stimme hatte, wie ein Mann. Ich sah kein Bild, nur diese tiefe Stimme war meine Referenz. Doch seine Stimme hallte nach. Wir reden und Gott fragt, du trafst Jesus, weißt du, was er mir tat? Und ich habe es nicht verstanden. Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Ich glaube, Gott hat es mir erklärt. Und dann, als würde Gott sprechen. Jesus tat dies alles für mich. Er opferte sich für mich. Er sagte, auch du kannst Opfer auf Erden bringen und du kannst im Himmel große Belohnungen verdienen, genau wie Jesus es tat. Nun, dabei wurde mir tatsächlich etwas mulmig und ich dachte so bei mir selbst, oh nein, er will mich tatsächlich wie Jesus kreuzigen. Das will ich keinesfalls. Da begann ich echte Furcht zu spüren. Aber Gott verstand und dann war er da. Ich bitte dich, das nicht für mich zu tun. Du musst dein Leben leben. Er sagte tatsächlich, er schickt mich zur Erde zurück. Er erklärte, dass wenn du Opfer bringst, und dies für andere tust, wenn du dich um andere kümmerst und Mitgefühl für sie empfindest, dann sammelst du im Himmel Belohnungen dafür, dass du ein liebevoller und fürsorglicher Mensch bist. Es scheint, du verstehst diese Informationen wie ein Kind. Sie sind wirklich kindgerecht vereinfacht. Wie Geschichten, denen ein Kind lauschen würde. Das ist kein komplexes Gespräch. Und ich muss dich trotzdem fragen. Es gab so viele, ich meine, natürlich gab es Tausende von Religionen und Philosophien in der Geschichte. Was ich von anderen Nahtoderfahrern höre, wenn du Buddhist bist. Du gehst diesen Weg entlang und als Hindu begegnen dir bestimmte Dinge. Glaubst du, dass dir diese ikonischen Bilder des Katholizismus oder des Christentums begegnet sind, weil du damit aufgewachsen bist? Ja, das wussten sie. Mir war mein religiöser Hintergrund bekannt und deshalb, glaube ich, wollten sie mir Dinge so präsentieren, dass ich sie verstehen könnte. Richtig, also mit anderen Worten, Buddha wird nicht erscheinen und du wirst nicht fragen, wer ist dieser Kerl? Ich habe ihn noch nie gehört. Oh ja, ich hätte dann wirklich keine Ahnung von Buddha.
Genau. Okay, also das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt. Sie beschlossen also, dich jetzt zurückzuschicken? Nun, es ist nicht sofort geschehen. Nachdem ich mit Gott fertig war, nahm ich meine Mutter auf und Jesus erschien erneut. Oh, wow. Meine Mutter bot mir quasi eine Himmelsführung. Doch zuerst durchlebte ich meine Lebensrückschau. Und dort sah ich meine eigene Geburt. Und mein ganzes Leben lang, es blieb mir immer haften. Ich sah, dieser alte Arzt, der mir auf den Po schlug, weil ich bei der Geburt nicht atmete. Der Grund, warum ich nicht atmete, war nicht, weil es mir gut ging. Direkt nach meiner Geburt war ich quasi halbtot. Und mein Geist schwebte außerhalb meines Körpers. Trotzdem fühlte ich mich wohl. Es war mir gleichgültig, ob mein physischer Körper überleben würde, doch er kämpfte weiter darum, meinen Geist zurück in ihn zu ziehen, was letztendlich auch geschah. Denn ich erinnere mich an den alten Mann, der auf das Baby einschlug und dachte, wow, das ist heftig, so hatte ich damals gedacht. Siehst du deinen Lebensrückblick? Ich sah meinen Lebensrückblick und viele Ereignisse, obwohl ich erst 8 bin, aber es waren echt coole Dinge dabei. Weißt du, mit der Familie spielen und so? Viel Spaß. Dann hat mich Mutter mitgenommen. Jesus kam kurz zurück und dann führte er mich durch so eine Art weitere Schranke. Und er sagte zu mir, du kannst diese Barriere alleine durchqueren. Es war fast wie eine Tür. Und er sagte, du kannst hier alleine durchgehen. Du bist sicher. Es wird dir gut gehen. Geh einfach hier durch und erkunde eine Weile. Ich glaube, sie wollten nur etwas Zeit verbrauchen. So wirkte es auf mich. Einige Vorbereitungen sind noch nötig. Wir benötigen einige Minuten, bevor die Show beginnen kann. Passt das hier rein? Es wirkte, als ob sie ständig auf mich aufpassten, wie ein Babysitter. Währenddessen operierte man meinen Körper auf der Erde. Und ja, sie haben mich einfach machen lassen. Und es war, als ob unendliche Weisheit und Wissen und es schwebte frei im offenen Raum. Ich war der Einwirkung unglaublich schöner Musik ausgesetzt. Ich sah mathematische Gleichungen, die gleichsam durch die Leere schwebten. Nun, dort oben gibt es keine Luft, aber ich konnte sie im Raum umherschweben sehen. Und ich konnte diese Gleichungen sehen und ich verstand sie auch, damals. Ich erinnere mich, wie ich mich auf die Beziehung konzentrierte, die die Menschheit mit lebenden Organismen wie Pflanzen hat. Und dass es eine Zusammenarbeit zwischen Menschen und Pflanzen gibt. Viele Menschen verstehen diese Beziehung vielleicht nicht, aber wir haben die Fähigkeit, Dinge wachsen zu lassen durch unsere Energie und unsere Liebe. Wir müssten uns nicht so darauf verlassen. Pestizide und solche Dinge, wenn wir besser verstehen könnten, wie wir mit Pflanzen kooperieren und ihr Wachstum fördern. Also ich habe alles gesehen, aber am coolsten fand ich die Musik, darauf stehe ich total. Ich habe eine zu teure Stereoanlage, aber was soll's, ich liebe sie. Und ich habe gehört Musik, aber es war mehr wie Vibrationen. Es war fast so, als wäre der Himmel eine mechanische Konstruktion. Stell dir also ein sehr großes Gebäude vor, aus Stahl, so riesig, dass sich manchmal das Gewicht verlagert und es stöhnt. So hat es sich dort oben angehört. Es gab also Momente, in denen der Himmel vibrierte und es war tief. Es war, als ob, wirklich tief. Und dann gab es Momente, es quietschte, wie zwitschernde Vögel. Aber ich konnte die Schwingungen sehen. Es war, als gäbe es eine Barriere oder eine Wand neben mir. Und wenn die Schwingungen sie trafen, konnte ich sehen, wie die Schwingungen an dieser Wand hochliefen. Und dann wechselten sie die Farben. Gottes Stimme war die tiefste aller Schwingungen, dieses grollende, tiefe Brummen. Also habe ich das alles beobachtet und schließlich wurde ich zurückgerufen. Ich glaube, es war meine Mutter, die mich zum Eingang zurückrief. Dann gab sie mir eine Art Führung durch den Himmel. Sie führte mich an einen Ort, wo sie mir einen Chor zeigte. Es war fast wie im Mormonentabernakel, denn ich stand in der Mitte und es gab Tribünen zu beiden Seiten voller Sängerinnen.
Ich glaube, es waren hauptsächlich Frauen. Aber ich hörte sie klassische Musik singen. Und es war die schönste Musik, die ich je gehört habe. Und es kam zu einem Punkt, an dem ich fast in meinem Kopf die nächste Note wählen konnte und sie würden sie singen. Also komponierte ich diese Musik mit ihnen und sie sangen sie. Wow, war das schön. Und dann zu anderer Zeit. Mir wurde etwas beigebracht, dass man hat mir gezeigt, das Bild einer Bibel, und während ich die Seiten umblätterte, hörte ich eine Stimme. Ich konnte nicht erkennen, wessen Stimme es war, aber sie erzählte mir, was in all diesen Geschichten vor sich ging. Ich bin mir sicher, dass ich mich an den Anfang erinnere. Adam und Eva, die Ursünde. Die Menschheit ist durch Evas Tat für immer sündhaft. Nein, das hat nichts damit zu tun. Wir werden nicht bestraft. Gott hat uns nicht hierher geschickt, um uns zu bestrafen, sondern weil Menschheit hatte einen Wunsch, freier Wille und selbst herauszufinden, wie man Wissen erlangt. Ja? Und Gott stimmte dem zu. Es ist keine Strafe. Es war vielleicht nicht die klügste Entscheidung, dass die Menschheit getroffen hat, leben wir damit. Und wenn wir es schon als Strafe sehen wollen, dann verdammt bestrafen wir uns selbst. Gott tut uns das nicht an. Wenn wir in den Himmel kommen, ist die Tür offen. Und wir werden wie ein lang vermisstes Kind empfangen, das sie ewig nicht sahen. Sie wollen uns zurück. Freut euch, uns wiederzusehen. Also du erhältst diese Führung und ich erinnere mich, dass du in anderen Interviews erwähnt hast, Einblicke in historische Ereignisse erhalten zu haben, einige Aspekte der Vergangenheit gesehen und auch Dinge, die zukünftig geschehen werden, vorhergesehen zu haben. Wenn du darüber sprechen möchtest. Ja, das würde ich wirklich sehr gerne machen. In Ordnung. Denn vieles davon passiert gerade jetzt. Also brachte mich Mutter schließlich dorthin. Es wirkte wie ein Zimmer, war aber sehr groß. Und in diesem Raum sah ich einige Gestalten herumstehen. Es war so etwas wie eine Maschine. Aber es war ein Modell der Erde und es war sehr groß. Und die Erde war gleichsam auf ein Podest gehoben. Und sie drehte sich genau wie die Erde. Ich konnte mich gleichsam erinnern. Unterhalb befand sich ein Teil des Sockels, der Steuerungen wie Knöpfe oder ähnliche Elemente aufwies. Und diese Einheiten erhielten es. Da wurde ich neugierig und fragte, was das sei. Mir wurde gesagt, es sei eine Art Zeitkapsel. Alle Ereignisse der Erde, die die Menschheit erlebt hat, sind dort gespeichert. Aber auch das, ich kann Zukunft sehen. Zuerst war ich neugierig auf die Vergangenheit und sie zeigten mir etwas, weil ich nicht konkret war, was ich sehen wollte. Also, sie zeigten mir eine wirklich alte Stadt. Könnte Rom gewesen sein oder es ging noch weiter zurück, denn ich erinnere mich an Esel und Karren und wie eine Parade durch die Stadt. Das Interesse verlor ich recht schnell. Also beschloss ich, lieber die Zukunft zu sehen. Ich näherte mich den Wesen, die sie gestalteten, und sprach eines an. War wie eine Lehrerin. Mutter gab mich ihr mit den Worten, arbeite mit ihr, sie wird dir alles Nötige beibringen. Und genau das tat sie. Sie sprach mit der Autorität einer Lehrerin, sehr sachlich und bodenständig, und sie stellte direkte Fragen, gab klare Antworten. Wenn sie mir etwas sagte, erwartete sie, dass ich es verstand. Sie wurde ungeduldig mit mir, wenn ich es unterließ. Ich näherte mich ihr und sagte, die Zukunft fasziniert mich. Dann fragte ich, wo ist mein Platz darin? Können Sie mir zeigen, wo meine Lebenszeit auf der Erde ist? Und sie antwortete, oh ja, das kann ich. Sie wies auf den Planeten, auf Zentral-Nebraska, meinen Geburtsort. Sie zeigte daraufhin sofort darauf und sagte, hier, genau hier ist es. Plötzlich erschien vor mir eine Vision wie ein aufleuchtender Bildschirm.
und ich sah Geschehnisse unten auf der Erde in meiner Zeit. Und dann, sagte sie, wenn du zur Erde zurückkehrst, wirst du einiges davon erleben. Das prägt deine Lebenserfahrung. Das allererste, was ich sah, war, dass ich sozusagen auf Gras neben einer Straße stand und es fuhr eine lange Reihe von Autos durch die Stadt. Asphaltierte Straßen, große, schicke Autos. Mir wurde klar, es war ein Autokorso. In einem Auto saß der US-Präsident Kennedy. Und dann passierte plötzlich etwas. Die Menschen weinten und waren aufgebracht und das Auto raste davon. Ich sah weder Blut noch Entsetzen, aber ich wusste, es war der Präsident. Ich war schockiert, verstehen? Ich war im Spital. Mein beinahe Tod passierte etwa eine Woche, bevor er angeschossen wurde. Oh, wow. Als sie mich krank und im Krankenhaus liegend zurück auf die Erde schickten, konnte ich mich an nichts erinnern. Ich erinnere mich, wie ich mit der Lehrerentität stritt. Es war, als ob ich mochte Kennedy. Ich war erst 8, aber das wusste ich. Meine Eltern mochten ihn wirklich. JFK, sie mochten ihn. Also sah ich seine Verletzung und ich fragte mich, warum lässt Gott das zu? Wenn du weißt, dass das passieren wird, warum kannst du es nicht verhindern? Warum willst du es nicht verhindern? Solche Dinge. Mir wurde im Grunde gesagt, wir können nicht eingreifen. Sie sagten, sie können nicht. Der Grund war, dass Menschen Entscheidungen treffen. Außer Kontrolle. Die Menschheit trifft Entscheidungen, die zu schrecklichen Ereignissen führen können und muss lernen, damit umzugehen. Sie wählte diesen Weg. Sie müssen es loslassen. Ich war damit nicht wirklich wohl. Erklärung allerdings. Was kann ich tun? Ich war ihnen ausgeliefert. Eigentlich keine Beschwerden. Also von dort aus. Kann mich echt nicht beklagen. Es gibt keine Beschwerdestelle. Was wollen Sie denn? Kundenservice. Sie können hingehen. Genau. Ich nehme jetzt meinen Ball und werde nach Hause gehen. Das ist nicht möglich. Und danach, sie haben es beschleunigt. Und dann sagten sie mir, dass tatsächlich werden einige wichtige Ereignisse in deinem Leben stattfinden, die du miterleben wirst. Und deshalb haben sie sich entschieden, es zu beschleunigen. Mir wurde gesagt, dass die Erlebnisse, die du haben wirst, später im Leben kommen sollten. Doch ich sah ihre Beschleunigung. Auf dem Bildschirm sprangen Dinge umher. Und ich dachte, wow, ich sah sogar Kriege. Menschen marschierten auf den Straßen. Ich erblickte ebenfalls Liebe und das Gute. Aber es ging alles so schnell vorbei. Und dann, ganz plötzlich, verlangsamte es sich. Dann sah ich ein Bild vom obersten Gerichtshofsgebäude. Und es ist ein einzigartiges Gebäude wegen der Fassade, der Vorderseite und den Säulen davor. Die Fassade ist ein wenig erhöht. Mir wurde gesagt, dies sei ein Regierungsgebäude in den Vereinigten Staaten. Und gegen Ende deines Lebens oder vielleicht später im Leben werden einige Ereignisse eintreten und es werden einige Vorkommnisse durch dieses Gebäude geschehen, die störend sind, die in deinem Land für Unruhe sorgen werden. Sie haben mir nie genau gesagt, was das sein wird, aber sie meinten, es beginnt alles mit diesem Gebäude und dem, was dort passiert. Ich habe meine Geschichte 2014, 2015 öffentlich gemacht durch eine Gruppe namens NDERF. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, aber das ist mein erstes Zeitpunkt meines öffentlichen Auftritts und im Jahr 2015. Sie beschlossen, dass die gleichgeschlechtliche Ehe legal war. Dann sah ich das Aufsehen, dass evangelikale Kirchen und Politiker verursachten, die großen Wirbel darum machten. Dann gab es den Standesbeamten, der ins Gefängnis sollte. Sie protestierten und waren wirklich empört über die ganze Angelegenheit. Ich sah das als den Anfang des Aufruhrs, also bleibe ich dabei. Manche Leute sagten mir, vielleicht lag es an ihrem Urteil.
Abtreibung? Nein, erst Urteil zur gleichgeschlechtlichen Ehe. So verstand ich es, denn seitdem entwickelte sich alles lawinenartig. Dann vom Gebäude des obersten Gerichtshofs, dann sprang es. Ich sah verschiedenste Stürme treffen somit auf die Ostküste des Landes. Seit ungefähr, nun mal sehen, zurück in, es wirkt wie Anfang der 90er oder Ende der 80er. Andrew war ein schlimmer Hurricane. Ich war mittendrin. Warst du? Wir waren's. Wow. Ich war zu der Zeit in Fort Lauderdale, nicht in Miami. Dort habe ich es gespürt. Ein Baum ist auf unser Haus gestürzt. Wir lagen auf dem Dach. Dann hat Gott zwar nicht eingegriffen, aber wir hatten einige Schäden und es war erschreckend. Mein Großvater hat das ganze Ding verschlafen. Er hat geschnarcht. Weil es eben Opa ist, aber es war ziemlich erschreckend. Ja, er wacht morgens auf und fragt, ist es vorbei? Was für ein cooler Alter. Das hätte mir gefallen. Er hat schon viel erlebt. Also, ja, nein. Ich habe schon einige Hurricanes erlebt. Nun, es gab einen Anstieg schlimmer Stürme, der Ende der 80er begann, glaube ich, wie auch immer. Weiter nach oben und, Junge, ich denke, es scheint, als ob es zwischen 2009 und 2012 noch mehr gab. Ja, jedes Jahr ist es schlimmer geworden. Jedes Jahr wird es schlimmer. Und das habe ich gesehen. Ich sah immer mehr Stürme auf die Vereinigten Staaten zukommen. Und dann beobachtete ich, wie viele Menschen starben, in Gruppen zusammen. Es war wie in Städten, wo sich der Tod konzentrierte. Als ich das erstmalig vor langer Zeit beschrieb, ich nahm an, es lag an Unwettern. Aber nun traf Covid zu. Es gab Menschengruppen in Städten eng zusammen, die starben. Also frage ich mich, ob vielleicht. Es war vielleicht nicht Covid, sondern eine Krankheit, die ich nicht verstand. Dann setzte es aus und dann sah ich Hillary Clinton im Wahlkampf um die Präsidentschaft 2016. Ich hörte ihre Stimme. Sie hatte eine Wahlkampfstimme, die ich sofort erkannte, sobald sie im Fernsehen sprach. Das hatte ich vorhergesehen. Ich erinnere mich, etwas überrascht zu sein, als eine Frau für das Präsidentenamt kandidierte. 1993 schien das undenkbar. Ich fragte die Lehrkraft, ich fragte sie etwas wie, naja, sie scheint okay. Mir wurde gesagt, die Präsidentschaftskandidatin wäre dort mit einem anderen Präsidenten, als ob sie bedeutend wäre. Und ja, Bill war ständig mit ihr im Wahlkampf. Also, es muss Bill gewesen sein. Ich erinnere mich, ich sagte, sie scheint ganz in Ordnung zu sein. Ich glaubte nicht, sie wäre eine schlechte Präsidentin. Doch es wurde angemerkt, sie dürfe vielleicht nicht kandidieren, dass ein Sieg unsicher sei. Man erklärte mir, Gesetze könnten ihr im Weg stehen. Das war im Wesentlichen, was mir mitgeteilt wurde. Sie haben mir wirklich nichts Schlechtes über sie gesagt. Wenn sie gewonnen hätte, wäre es okay gewesen. Und sollte Hillary mal eine meiner Sitzungen hören, hoffe ich, sie versteht, dass ich sie für in Ordnung halte. In Ordnung? Und weiter von dort. Es sprang wieder über. Und dann wurde mir dieser sehr wütende, störende Mann gezeigt in unserer Regierung. Ich erinnere mich nicht an sein Gesicht, nur dass seine Persönlichkeit wirklich widerwärtig war. Immer unzufrieden. Nie wirklich zufrieden, immer am Nörgeln, stets mehr verlangend. Erwartet, dass man es ihm auf dem Silbertablett serviert, ständig Leute zusammenstauchen und er hatte blonde Haare. Dann sah ich wegen dieses Mannes Demonstrationen auf den Straßen. Und Leute, die kämpfen und streiten. Viel Unruhe in unserem Land. Ich erinnere mich, dass ich mich echt angeekelt von der ganzen Sache fühlte, weil dieser Mann der Auslöser war. So empfand ich es. Ich erinnere mich, dass ich den Lehrer fragte, woher kommt dieser Kerl? Das ist lächerlich. Warum ist er unser Präsident?
Sie zeigte mir eine Vision. Es war, als sähe ich eine aus der Bibel erneut. Die Bibel schlug auf. Und es war, als würden Flussdiagramme durch die Seiten kreisen. Seiten würden umblättern. Das Balkendiagramm veränderte sich. Und mir wurde gesagt, das sei der Lauf der Menschheitsgeschichte von Anfang an. Und es ging sehr schnell. Einfach zack, 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 zack. Und dann verlangsamte es sich und dann stoppte es. Und dann, wie ein Pfeil, sprang aus der Bibel und landete im alten Europa. Und dann führte mich die Vision dorthin. Und ich sah Menschen in Europa Kirchen bauen, aber es war wie das Mittelalter, früh, wissen Sie, frühe christliche Kirchen. Und ich sah sie beim Bau von Kathedralen, große Bauwerke. Dann wurde mir gesagt, dass diese Menschen würden ihre Kirchen errichten, ihre Regeln aufstellen, ihre Überzeugungen, dass sie diese mit sich führen und in die Vereinigten Staaten auswandern würden. Ich sah sie tatsächlich auf Schiffe steigen und in die USA segeln. Dann sprang noch ein Pfeil hervor, die Bibel, und sie landete im tiefen Süden der USA, wie etwa in Georgia, Arkansas, Louisiana, tief im Süden, Mississippi, der tiefe Süden, landete genau in der Mitte. Und dann, mir wurde gesagt, dieser Mann würde Präsident werden, aufgrund von Kirchen, die aus Europa hierher in die Vereinigten Staaten kamen. Sie unterstützten den Mann, halfen ihm, gewählt zu werden. Und ich sah, wie Kirchen in Amerika wuchsen. Große Bauten, umfangreiche Komplexe, Schulen, prachtvolle Villen, dass Menschen darin lebten, viel Geld den Besitzer wechselte. Und ich sah sie in der Politik engagiert. Mir wurde klar gesagt, ich soll mich von diesen Leuten fernhalten. Fernhalten von diesen Kirchen. Sie sind böse und schädlich. Und sie werden dir nichts Gutes tun. Ich dachte, in Ordnung, deshalb habe ich mich nie, hatte ich zu tun mit ihnen. Ich hörte ihnen nie zu. Anfang der 80er mit dem Aufkommen von Kabelfernsehen. Da begann der Televangelismus. Und sie fingen an mit ihren Starlinks, oder wie sie sich auch immer nannten, Godlink, mit ihren Satelliten. Und sie sendeten all ihr Zeug im Fernsehen. Tja, als das Kabelfernsehen gerade aufkam, konnte man zufällig auf einen ihrer Kanäle stoßen und ihnen beim Klagen und Stöhnen darüber zuhören, was Gott braucht. Aber es lief immer darauf hinaus, dass Gott dein braucht. Geld für ein neues Flugzeugkauf. Ja, ein neues Flugzeug, denn ich ertrage es nicht, in Linienflugzeugen zu sein. Das sind Röhren voller Dämonen. Ach, bitte. Ja, mir wurde gezeigt, wie böse und rückständig diese Menschen und wie weit sie von wahrer Religion entfernt waren. Es handelt sich um ein Geschäft, das sie betreiben, nicht um eine Kirche. Und so, sie setzen ihr Geld ein, um Politik zu steuern. Natürlich akzeptieren Politiker diese Mittel und erfüllen die Wünsche der Geldgeber. Ja, so wählte man Donald Trump zum Präsidenten. Teilweise aus. Aber dann sah ich viele unserer Demonstrationen auf den Straßen. Und dann sah ich eine wirklich schlimme Demonstration. Ich meine, die Leute wurden schwer verletzt. Und ich weiß noch, der Ort war südlich von New York City. Zuerst war mein Gedanke, dass es Charlottesville sei. Aber aufgrund der Zerstörung, ich glaube, das Gezeigte war ein Aufstand, stattfand. Washington, D.C. ist eigentlich südlich von New York. Ich sah das. Dann erblickte ich diesen verärgerten Präsidenten. Ich sah ihn im Oval Office, im Weißen Haus. Und er wirkte wirklich etwas verstört und ein bisschen ängstlich. Und er ging hin und her, nicht wissend, was als Nächstes passieren würde. Er war sehr unsicher. Und er ging immer wieder hinaus auf den Flur in Erwartung von Besuchern.
die jedoch nicht kam. Und schließlich, sie kamen doch. Und was sie ihm sagten, gefiel ihm nicht. Er wurde sehr aufgebracht. Und dann, sie brachten ihn hinaus aus dem Weißen Haus auf die Wiese und ließen ihn dort stehen. Und dann erschien die nächste Vision. Er hält eine Kundgebung ab. Auf den Stufen, nahe den Stufen eines großen Gebäudes in Washington, D.C. Er steht am Mikrofon und ruft, kämpft, kämpft. Und er ballt die Faust. Und genau das hat Donald Trump getan. Der Tag des Aufstands. Und dann gab es von dort an einfach viel Chaos, viele Kämpfe, viel Unruhe im Land. Leute, die stritten und sich bei nichts einigen konnten. Ich habe zu einem Zeitpunkt gesehen, in unserer Regierung sah ich so eine Art Gremium, das über ihn diskutierte. Seit der Bildung des Ausschusses zum 6. Januar bin ich unsicherer geworden. Mir wurden die Informationen nicht gezeigt. Doch als ich zu sprechen begann, wurde viel diskutiert. Amtsenthebung, Donald. Vor Jahren im Interview prophezeite ich seine Amtsenthebung. Und tatsächlich, er wurde enthoben. Ja, also ich habe die Unruhen gesehen und ich sah Donald bei einer Demo irgendwo ganz nah, nicht weit von Washington, D.C. entfernt, eine Art nordöstliches Oberland, irgendwo dort oben. Ich beobachtete ihn bei einer Kundgebung, wie er die Menge aufhetzte. Kurz danach schien er plötzlich das Herz zu fassen, als ob er Schmerzen hätte. Er rang nach Luft und wirkte verängstigt. Dann sah ich, wie er in eine Spirale gezogen wurde, gleich einem Tunnel. Die Spirale, die ich erlebte, als ich auf dem OP-Tisch starb. Er wurde hineingezogen. Ich sah, wie er im Tunnel herumwirbelte. Und dann, er wurde hineingezogen und verschwand. Als nächstes sah ich ihn in einem Krankenzimmer liegen, umgeben von, wie ich glaube, seiner Familie. Es wurde mir klar, dass er im Sterben lag. Er rang nach Luft, konnte nicht mehr atmen, vielleicht ein Herzinfarkt oder er wurde angeschossen. Ich weiß es nicht, aber das ist, was ich erwarte, dass es sehr bald passieren wird. Jedes Mal, wenn ich ein Bild von ihm ohne das orangefarbene Zeug im Gesicht und dann noch im Anzug sehe, Gott, er sieht schrecklich aus, blass und igitt. Also, ich erwarte täglich, dass ihm etwas zustößt. Er macht immer noch Kundgebungen. Ja, und dann, ich glaube, du hast etwas erwähnt über ein vollständiges Bürgerkrieg oder innerstaatlicher Krieg in den USA. Etwas wie Dinge, die passieren. Also, nach seinem Ableben. Dann beobachtete ich einen starken Anstieg der Kämpfe und Zerstörung auf den Straßen. Und ich sah, wie eine Gruppe unauffälliger Menschen in ein turmartiges Gebäude ging, etwa wie ein kleines Hochhaus. Es stellte sich heraus, es war ein Fernsehstudio, so sah es aus. Und Leute, meine Frau ist zu Hause, also sind Leute drinnen. Dieser Ort, es gab eine Explosion und ich sah, es wirkte wie ein Fernsehstudio mit herumhängenden Kabeln und Lampen, die alle verbrannt und zerstört waren. Und dann fragte ich Dobbam, warum griffen Leute dieses Gebäude an? Warum demonstrierten sie darum? Weil sie sehr wütend waren. Und mir wurde gesagt, weil sie Lügen glauben. Ihnen werden absichtlich Lügen erzählt und sie glauben sie. Also fragte ich neugierig, was ist das für ein Ort? Und es wurde mir erklärt, dass es sich um einen Ort handelt, an dem Informationen ausgetauscht werden, vergleichbar mit einem Fernsehstudio oder einer Schnittstelle zum Internet. Also, das passiert. Und danach gibt es eine Phase, in der so etwas wie eine Untersuchung stattfindet. Und ich sah zwei Männer, vermutlich in ihren 30ern vielleicht. Einer hatte dunklere Haare, der andere hellere, verbunden mit Geld, mit einer echt lässigen Einstellung. Und sie werden interviewt und befragt wegen dieser
Explosion und man hat sie gefragt, was sie darüber wissen, wer beteiligt war und warum es geschah. Der mit den dunkleren Haaren kicherte es weg, als wäre es ihm egal. Also, so ist das. Was erwartet die Regierung? Junge, das Hemd kam mir vor wie für einen Junior, Don Junior. Oder es könnte sein, es könnte auch Shapiro mit den schwarzen Haaren gewesen sein. Ich erinnere mich an ein abscheuliches Lachen. Ich habe nie Junior lachen gehört, aber Shapiro schon und das war ziemlich schlimm. Es könnte also durchaus Shapiro gewesen sein, aber ich weiß es nicht mit Gewissheit. Ich kann mir Shapiro nicht wirklich als eine Art Anführer vorstellen. Genauso wenig kann ich mir allerdings John Don Jr. in der Rolle eines Anführers vorstellen. Aber sie wurden mir präsentiert, als ob sie Anführer wären. Und deshalb hat die Regierung sie interviewt. Und dann, danach, wurde alles einfach nur verrückt. Ich sah, wie Menschen mitten in der Nacht aus ihren Häusern gezerrt und wie bei Razzien festgenommen wurden. Ich sah Gewalt, ich sah, wie Menschen einander töteten. Es war fast wie der Beginn eines Bürgerkriegs. Dann beobachtete ich den Aufbau einer Armee, die scheinbar aus dem Westen, aus Kalifornien kam. Und genau dort formierte sie sich. Sie marschierten quer durch die USA, formierten sich aber ungefähr dort, wo ich wohne, durch Nebraska. Weil wir nur westlich des Mississippi hier, der Mississippi war wichtig, daher organisierten sie sich gut, bevor sie ihn überquerten. Und dann kämpften sie direkt an der Front. Blut, Zerstörung, kämpfende Menschen. Aber gleichzeitig sah vieles, was ich beobachtete, fast wie ein Erdbeben aus, weil ich sah, wie Gebäude schwankten und einstürzten, Überschwemmungen passierten. Ich sah eine große Flut irgendwo in der Nähe von Omaha zuschlagen. Zwischen Omaha und Iowa beobachtete ich, wie Menschen augenblicklich starben. Das Wasser kam wie aus dem Nichts und sie wurden völlig überrascht. Ich kann mir vorstellen, dass dies durch ein Erdbeben verursacht wurde. Ja, ich wollte gerade sagen, falls eine Flutwelle Omaha trifft. Wir sind im Eimer. Dass die Welt untergegangen sei, könnte man glauben, wenn eine riesige Flutwelle Omaha erreicht. Ja, ich denke, sie könnte so groß sein, dass vielleicht ein großer See, eventuell einer, leer läuft. Etwas in der Art, vielleicht. Ja, so ähnlich. Oder vielleicht staut sich der Missouri zurück. Von dort kommt das Wasser her. Verstanden, der Missouri ist groß und tief. Also ja, mir wurde darüber nichts gezeigt. Ich vermute nur, wenn ich das sage. Nein, aber ich sah mehrere Menschenseelen, die schreiend und vor Angst zitternd aus ihren Körpern sprangen, weil sie vom Wasser überwältigt wurden, völlig unvorbereitet überrascht und aus ihren Körpern sprangen, augenblicklich starben. Und das war nicht gerade angenehm, also auf dem Höhepunkt, als es wirklich schlimm wurde. Mein achtjähriges Ich, mein Bewusstsein, es war überwältigend. Ich musste mich irgendwann abwenden. Ich konnte nicht hinsehen. Es war einfach zu viel. Aber letztendlich, ich blickte doch zurück, wie mir die Lehrkraft gesagt hat. Also blickte ich zurück und eines der nächsten Dinge, die ich sah, war, der Kampf begann abzuflauen. Doch ich sah eine Gruppe von Menschen, die sich um ein Gebäude herumstritten. Nun, ich vermute, bezüglich des Ortes könnte es Arkansas sein. Ich kenne mich mit den Staaten da unten nicht aus. Es könnte Arkansas oder auch Louisiana gewesen sein. Könnte auch Mississippi sein. Es war ein Bundesstaat, den ich glaube, grenzt an den Golf von Mexiko. Und ich sah ein Gebäude, das befestigt schien, doch es wirkte, als ob es war. Es war kein Wolkenkratzer, es sah aus, als hätte es nur eine Etage, viele Leute drinnen. Es war groß und wirkte stabil, als wäre es aus Stein, als könnte es ein Regierungsgebäude sein. Und ich sah Menschen, die um jenes Gebäude marschierten, heimlich. Es gab Kämpfe, Schüsse fielen und Menschen starben.
Letztendlich dringt die Armee in das Gebäude ein und tötet alle Personen darin. Dann begann der Kampf nachzulassen. Aber was mich wirklich bis ins Mark traf, war der Moment, als dieses Gebäude zerstört wurde oder alle darin getötet wurden. Ich sah etwas, das wie ein Dämon aus dem Gebäude aufstieg. Es hatte keine wirklich menschliche Form. Obwohl es ein Gesicht besaß, war es groß, ähnlich einem Ballon, einem Klumpen, und es war schwarz. Und es war ihm egal, dass alle starben. Es wollte, dass sie sterben. Es wollte die Zerstörung. Es war die Quelle all des Zorns. Es stand auf, musste gehen, da seine Aufgabe erfüllt war und war zufrieden. Es erhob sich, ging fort und lachte. Lachend ging es davon. Doch, wissen Sie, sobald es weg war, hörte das Kämpfen auf und es flaute ab. Dann dachten die Leute, warum kämpfen wir eigentlich? Warum haben wir das gemacht? Und danach, ich erinnere mich, einige sagten das. Warum glaubten wir all dem Falschen, das uns wütend machte und zum Töten trieb? Warum taten wir das? Weil sie sich umsahen und all die Zerstörung betrachteten. Es war, als wären sie in Trance während des Kampfes. Sie waren nicht bei Sinnen. Aber als das schwarze Ding verschwand, öffneten sich ihre Augen und sie waren wie, wir wollen nicht kämpfen. So war es. Ich sah sogar einen jungen Mann mit großem Bedauern erfüllt. Und er saß ganz allein neben einem Gebäude, das völlig zerstört war. Ich meine, es gab zwar noch ein paar Säulen und einige Wände, die noch standen, aber das Gebäude war im Grunde ruiniert. Ich erinnere mich, seine Gedanken zu hören. Er war so, warum glaubten wir all diesen Mist? Warum konnten sie uns so leicht täuschen? Und warum sind wir ihm gefolgt? Und warum haben wir so viele Menschen getötet? So viele sind unnötig gestorben. Erinnere dich an sein herausströmendes Bedauern. Dann danach sah ich, wie es langsam besser wurde. Das Land begann sich wieder aufzubauen und zu reorganisieren. Und es herrschte ein starkes Gefühl von, unsere Regierung wurde ausgenutzt, was zu den Kämpfen führte. Oder vielleicht war es so, dass unsere Regierung so strukturiert war, dass sie ausgenutzt werden konnte. Und genau das musste geändert werden. Unsere Regierung musste neu strukturiert werden. Aber es wäre besser gewesen. Man kann es jetzt sehen, meine ich. Es wird ständig getestet über die letzten 6 Jahre oder so. Es sind Dinge, die du und ich hätten nie daran gedacht, aufwachsen. Es sei denn, dein Verstand ist echt verschlagen. Genau, das sind Institutionen. Das sind einfach Dinge, über die man normalerweise nie nachdenkt. All diese vielen Dinge. Ich bin der Meinung, dass die Verantwortlichen nichts anderes als Denkfabriken sind, die dort sitzen und gezielt Methoden ausarbeiten, um unsere Regierung zu stören. Und dahinter steckt Geld. Gibt es denn etwas Positives, mein Herr, aus dieser Zukunft? Es wirkt ziemlich düster hier, mein Herr. Ja, das gibt es. Also gut, ein kleines bisschen noch. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Ich sah den Wiederaufbau im Land und es war eine positive Zeit. Das sah ich und alle begannen zu spüren, dass die Zukunft hell erscheint. Aber dann sah ich, wie weitere Unruhen ins Spiel kamen. Doch sie waren nicht innerhalb unseres Landes. Es schien, als kämen sie von außen, von der Welt, anderen Ländern. Und dann sah ich erneut Kämpfe aufflammen. Dann sah ich eine gewaltige Explosion. Irgendwo dort, es sah aus wie beim Yellowstone, wo er sich befindet. Es wirkte wie eine Atombombe und war gewaltig. Ein weißer Ring entstand aus der Explosion, blieb bodennah, dehnte sich aus und bedeckte schließlich den ganzen Kontinent. Und dann schwebe ich da in der Luft mit dieser Entität. Und sie zeigt mir das Geschehen. Und ich verstand vollkommen, dass es den Großteil des menschlichen Lebens auslöschte. Es war weg. Einfach ausgelöscht. Und dann beobachtete ich,
wie unser Land vollkommen still und friedlich wurde. Da waren also wieder Tiere und ich sah, Bäume wuchsen und es wurde sehr schön. Letztendlich brachte mich die Lehrerentität an einen Ort, der aussah, als wäre es die Küste von Georgia, nahe am Ozean. Atlantischer Ozean. Und ich erblickte einen Stamm von Menschen, die dort ansässig waren, wirkend wie Ureinwohner in äußerst schlichter Kleidung. Doch sie waren voller Liebe. Sie waren sehr spirituell, sehr glücklich. Ein sehr seltsames Ergebnis daraus war, du und ich, unsere Generation, unser Geschirr und unsere Töpfe sind kostbare Besitztümer, diese indigenen Völker. Als sie eine nutzbare Töpferschale entdeckten, liebten sie sie und verwendeten sie. Aber sie waren so voller Liebe und kamen so gut miteinander aus. Es schien, als hätten sie verstärkte spirituelle Kräfte, als könnten sie einander heilen. Und sie ließen Pflanzen wachsen, sodass sie niemals hungerten. Wie viele Jahre ist das voraus, meinst du? Ich kann nur schätzen. Wenn eine Atombombe abgeworfen wird, ist der Boden lange Zeit unbewohnbar, denke ich. Hiroshima lehrte uns das? Ja, genau. Mir wurde einfach etwas gezeigt, ohne Zeitbezug, dass Leben im betroffenen Gebiet ausgelöscht wird. Bomben fallen oder im Bereich des Kontinents. Es fühlte sich an, als wäre fast der ganze Kontinent tot, so wirkte es. Aber ich sah nur die eine Explosion. Ach, noch was ich sah. Als die Explosion zu einer großen Pilzwolke aufstieg, ich sah etwas, das wie ein Engel aussah, der über dem Kontinent schwebte, und er sammelte Seelen ein und leitete sie in den Himmel. Er half ihnen, emporzusteigen. Ich habe das gesehen, ein sehr vages Bild, aber ich erinnere mich daran. Okay, also die Lehrerfigur, die mir diese liebevollen Menschen gezeigt hat, die in der Nähe der Küste leben. Sie sagte also, verstehst du, Ken, es kommt eine Menge Unruhe auf uns zu. Viele schlechte, böse Dinge, die die Menschheit selbst verursacht hat. Das wird alles durchgestanden werden müssen. Und du wirst wirklich schlimme Dinge sehen. Aber was du verstehen musst, ist, dass es am Ende viel besser wird. Die Menschheit wird sich zunehmend nach den Lehren Gottes ausrichten und so leben, wie es uns bestimmt ist, durch die Kraft der Liebe. Wir haben viel Gewohnheiten und Praktiken, die wir über Jahrhunderte übernommen und nie hinterfragt haben. Das sind Dinge, die einfach Erbe sind, vom Alten und Uralt. Schau, wir hätten schon im Jahr 2000 Elektroautos haben können. Wir hätten längst von fossilen Brennstoffen umsteigen können. Die Technologie dafür ist da, aber finanzielle Interessen sagten nein. Ich verstehe, im Namen des Profits. Ich verstehe, es gibt einen Grund, warum ein McDonald's-Burger günstiger als ein Stück ist. Es liegt nicht an Unfähigkeit, sondern an unserer Entscheidung, es nicht zu tun. Es ist wie ein großes Schiff. Ich sehe hier die Gesellschaft wie einen riesigen Flugzeugträger, der ewig braucht, um zu wenden. Er ist langsam. Es ist kein Schnellboot, das einfach überall hinspringen kann. Es dauert einfach lange, sich zu bewegen. Auch in den letzten 20 Jahren habe ich es gesehen. Es verändert sich. Damals sind wir alle an Bord gegangen. Wir dachten so, ich glaube, Elektro wird der Weg sein, den wir einschlagen. Und wir müssen andere Energiequellen finden, um aus politischer Sicht energieunabhängig zu werden, um Freiheit zu erlangen. Warum kaufen wir Öl von Ländern, die uns umbringen wollen? Da steckt Logik drin und da ist auch mehr Spiritualität, ein tieferes Verständnis für Spiritualität. Es findet ein Erwachen statt, aber es gibt auch viel Unruhe ebenso. Es sind quasi Wachstumsschmerzen. Auf viele Arten ist es das. Genau. Und so wie es mir gezeigt wurde, war es wie, was passiert hier? Es war, als ob es vorherbestimmt wäre.
Und die Menschheit wählte diesen Weg und es wird sich nicht ändern, bis wir uns ändern. Also der Weg, den wir eingeschlagen haben, ich meine, bei genauerem Nachdenken. Ich sah die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine. Es ist, als ob einige Leute im Fernsehen analysieren quasi die Wirksamkeit dieser Art von Vormarsch, solche Dinge. Es ist fast so, als wäre es ein Fußballspiel. Sie dringen in feindliches Gebiet vor und was dann? Sehr tödlich und völlig unnötig, weil dieser seltsame, komische Kerl in Russland ein Ego-Problem hat und dann kann er es nicht abschütteln. Oh yeah. Gemein. Ken, danke, dass du diese Reise mit mir geteilt hast. Moment mal. Also, du hast das alles gesehen und dann wurdest du zurück in deinen Körper geschickt, richtig? Genau. Schließlich kehrte Mutter zurück und holte mich weg und brachte mich zu meiner Familie zurück. Es war, als würde der Himmel aufgehen. Mir wurde gesagt, ich müsse eine Entscheidung treffen, wenn ich dort oben bleiben oder zurückkommen würde. Aber ich entschied mich, zurückzukommen. Denn man sagte mir, dass meine Mutter auf der Erde für mich betete und sehr traurig wäre, wenn ich bliebe. Also entschied ich mich, zurückzukommen. Aber eine andere Sache, muss ich Ihnen noch sagen, ist, nachdem mir die Zukunftsvisionen gezeigt wurden, nahm mich meine Mutter beiseite und sie sagte etwas über. Mit all diesem Wissen zurückgekehrt. Wenn du mit all dem im Kopf zurück zur Erde gehst, sagte sie, ich will nicht, dass du zum Kindprophet wirst. Kindprophet, sagte sie, weil sie sagte, wenn du dir all das als Kind merkst und darüber sprichst, wird dein Leben sehr schwierig sein. Sie beschloss, mich zu schützen. Also griff sie gewissermaßen in mein Bewusstsein ein und glättete all diese Zukunftsbilder und löschte sie einfach aus. Ich erinnerte mich erst daran. Ich glaube, es war in meinen frühen 20ern, als ich aus einem intensiven Traum erwachte und Gott sprach in meinem Traum und weckte mich. Und dann, danach, da gingen mir die Augen auf. Es brachte all diese alten Erinnerungen zurück. Und dann erinnerte ich mich an so viele Details meines Nahtoderlebnisses. Alles kam wieder. Also in meiner Kindheit habe ich nie über Krieg und Zerstörung und all das gesprochen, weil ich mich nicht daran erinnerte. Genau. Und ich war genauso überrascht wie alle anderen, als ich erfuhr, dass JFK gestorben ist, weil ich mich auch daran nicht erinnerte. Also wurdest du zurückgeschickt, hast dein Leben gelebt und bist nun hier bei uns, um zu teilen. Dein Wissen. Also, fahr fort. Ich muss dir sagen, dass 2015, als die Wahl sich zuspitzte, ich meine, die Wahl 2016 stand bevor und ich wusste, dass Trump kandidierte, wusste auch von Hillary. Ich war eine Zeit lang total neben der Spur, weil ich die starke Intensität im Land spüren konnte. Das kannte ich. Mir wurde alles gezeigt, als ich im Himmel war. Es erinnerte mich an vieles. Ich wusste, schlimme Dinge könnten jederzeit geschehen. Ich hatte ein Jobinterview mit einem Mann, Lee Whitting. Er arbeitet mit Ionen und hat eine Radiosendung. Er war die allererste Person, die mich interviewt hat und im Jahr 2015. Er interviewte mich und ich erzählte ihm von zukünftigen Gefahren. Was er nicht begriff, es war so intensiv. Ich fühlte mich gezwungen, die Menschheit zu warnen. Wir sind nahe daran, einen verhängnisvollen Pfad zu wählen und ich wollte das verhindern. Ich zählte hastig auf, wo Menschen irren, was bald geschehen könnte und dass wir es unbedingt vermeiden müssen. Pass auf, weißt du? Und Lee sagte am Ende des Interviews so, jetzt, Ken, sagt er, wo ist denn die ganze Liebe? Er meint so, normalerweise ist bei Interviews Liebe im Spiel. Wo ist deine ganze Liebe? Und das hat mich echt überrumpelt. Und ich wollte die Leute warnen. Ich musste es einfach loswerden. Nur eine Stunde hatte ich. Also darf ich Ihnen eine letzte Frage stellen? Ich möchte Sie fragen, was geschieht mit der Wirtschaft und ähnlichen Dingen während all dieser Zeit? Verlieren wir den Dollar als Währung? Kehren wir zu einem Goldmünzensystem zurück?
Haben Sie dazu Informationen erhalten? Ich habe nicht. Alles, was ich wahrnahm, war Qual und Durcheinander der Menschen. Ihre emotionale Reaktion auf alles spürte ich. Genau das fühlte ich. Und dann sah ich hin und wieder eine bestimmte Person wie Donald, der alles noch schlimmer machte. Nun, Ken, ich werde dir ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Was ist deine Definition von einem guten Leben? Ein gutes Leben bedeutet, offen und ehrlich zu sein, wo du dich selbst nicht allzu ernst nimmst, einfühlsam bist, offen für die Gefühle anderer Menschen und bereit, ihnen zu helfen, wenn du kannst, und du dich der Liebe gegenüber öffnest. Was ist deine Lebensmission? Meine Mission? Ach du meine Güte. In dieser Lebensphase möchte ich einfach gut mit Menschen auskommen. Ich wohne abgeschieden in Nebraska, weit draußen auf dem Land und liebe es. Meine Mission änderte sich. Ich strebe nicht mehr danach, Leute zu warnen, denn alles ist im Fluss und nicht aufzuhalten. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, einen Krieg zu führen, wollt ihr das wirklich? Ich meine mal ehrlich. Wollt ihr euer Land wirklich so sehr zerrütten? Ich glaube nicht. Und ich finde, wir sollten es nicht tun. Aber ich glaube nicht, dass jemand auf mich hören wird. Man nimmt mich nicht ernst, weil ich spirituell bin und behaupte, im Himmel und bei Gott gewesen zu sein. Schon verständlich. In vielen Kirchen sagen Leute, was Gott will, was oft nichts mit Kriegsverhütung zu tun hat. Es dreht sich um den Zehnten und darum, sich demütig niederzuwerfen, weil du unwürdig seist, du Sünder. Was für Zeitverschwendung das alles ist. Und was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Seit mir bewusst wurde, dass ich eine lange Familiengeschichte habe. Ich bin der Meinung, dass das Wachstum der Familie äußerst wichtig ist, um so zu deiner Familie beizutragen, indem man lebt und Früchte trägt und die Generationen erweitert. Denn ich habe diesen Kerl gesehen, am Ende des Tunnels, der all dieses Licht aufsaugt. Ich glaube, jede nachfolgende Generation hat ihn ein Stück weiter ins Licht gerückt. Lebe also und sei fruchtbar. Vermehrt die Familien. Wenn du nicht heiraten möchtest, ist das in Ordnung. Ich habe dort oben noch Singles gesehen. Lebe und wachse in deinem Leben. Sei so gut, wie du nur kannst. Und dann, wenn du stirbst und in den Himmel kommst, wird der Rest deiner Familie erhöht. Einen Schritt näher zu Gott. Und so sei verantwortungsbewusst und überlege, wie du deine Familie unterstützt. Dann umgib deine Liebe und Wertschätzung für sie mit schönen Erinnerungen. Das Lachen, die Liebe und den Trost, den du bei ihnen fandest. Die guten Taten, die sie für dich vollbrachten und dir Freude bereiteten. Denk an sie und reflektiere. Denn ich glaube, solch positive Gedanken wirken wie ein Gebet und ehren sie im Himmel. Ken, ich schätze deine Zeit und danke, dass du deine Geschichte geteilt hast. Hoffentlich tut sie der Welt Gutes. Lassen wir hoffen und beten. Ich schätze dich, mein Freund. Natürlich, ich habe auch große Wertschätzung für dich. Danke dir, Alex. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.